Liebe Oberndorferinnen, liebe Oberndorfer, nun haben also die Bundesregierung und die Landesregierung doch noch den Lockdown für Österreich und Salzburg verkündet. Dieser Lockdown für alle soll bis 13. Dezember gelten. Unabhängig, wie man dazu stehen mag, kritisiere ich das lange Zögern und das Nichtentscheiden der Landes- und Bundesregierung in den letzten Tagen und Wochen. Denn Politik muss gerade in Krisenzeiten frühzeitig agieren und Entscheidungen fällen, auch wenn diese vielleicht unpopulär sind. Aber okay, nun gibt es die Entscheidungen zum Lockdown und zur Impfpflicht. Unbestritten ist auf jeden Fall, dass wir unsere Krankenhäuser und Intensivstationen dringend entlasten müssen, denn es geht um Menschenleben. Und das geht nur, davon bin auch ich überzeugt, das geht nun nur mit einer Vollbremse, mit einem vollen Lockdown. Einem Lockdown, den es meiner Meinung nach schon früher gebraucht hätte. Aber dieser Lockdown wäre uns wohl erspart geblieben, wenn von den Regierungen schon früher Maßnahmen gesetzt worden wären. Ich muss das so feststellen und gleichzeitig akzeptieren. Ich konzentriere mich weiterhin auf die bestmögliche Arbeit für unsere schöne Stadt, für unser Oberndorf, für alle Menschen, die hier leben. Das ist meine Aufgabe. Und wir werden Sie, liebe Oberndorferinnen und Oberndorfer, Anfang der Woche über das Sondermitteilungsblatt und über unsere digitalen Kanäle wie gewohnt bestmöglich darüber informieren, wie die verordneten Maßnahmen sich im Detail für Oberndorf auswirken. Bisher haben aber auch wir nur die Informationen über die Medien und die Presse. Eines ist schon fix, die Eltern der Kindergärten wurden heute bereits mit unserer Kindergarten-Eltern-App informiert, wie die Vorgehensweise ab Montag in den Kindergärten ist. Und natürlich werden wir, dort wo die Kinder während des Lockdowns zu Hause betreut werden, wieder die Kindergartengebühren erlassen. Das ist für mich selbstverständlich. Jetzt, liebe Oberndorferinnen und Oberndorfer, heißt es einmal mehr zusammenhalten. Für mich heißt es weiterhin mit Vernunft und Hausverstand sachlich und lösungsorientiert für Sie zu arbeiten und Sie bestmöglich durch diese Zeit zu bringen. Und sollten Sie Unterstützung oder Hilfe brauchen, melden Sie sich bitte bei mir oder meinen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtgemeinde. Mein Dank gilt allen, die in dieser schweren Zeit für uns arbeiten, im Besonderen allen, die in den Krankenhäusern und in der Pflege arbeiten. Danke für Ihren, für euren unermüdlichen Einsatz. Und eine Bitte: Unterstützen wir unsere Oberndorfer Wirtschaft, indem wir ihre Online- und Mitnahme- und Take-Away-Angebote nutzen. Infos dazu erhalten Sie direkt bei den jeweiligen Betrieben, auch online. Liebe Oberndorferinnen und Oberndorfer, der vierte Lockdown also. Wir werden, und dafür bin ich überzeugt, auch diesen wieder als Gesellschaft überstehen, wenn wir zusammenhalten, wenn wir uns nicht spalten lassen, wenn wir andere Meinungen zulassen und dem anderen zuhören. Wir Oberndorfer haben in der Vergangenheit, in unserer Geschichte, schon so manch Krise und Tiefschläge weggesteckt und sind aus diesen Zeiten immer gestärkt hervorgegangen. Und das werden wir auch diesmal. Schauen wir auf uns, schauen wir auf unsere Mitmenschen, halten wir zusammen. Gehen wir es an, wir backen auch das. Alles Gute, Ihr, euer Bürgermeister.